So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Hearthstone Tavernball Kartenchaos, Folge 18. Immer wieder dieselbe Antwort. muss ich mir auch mal was überlegen. Habe ich ja, glaube ich, auch schon beim StarCraft 2 Let's Play gesagt und auch bei Heroes of the Storm. Da muss mal ein bisschen mehr Kreativität rein. Ja, Kartenchaos Folge 18. Ich habe es mir mal kurz angeguckt. Deck wechsel dich. Ganz Azeroth will unter eurem Banner in den Kampf ziehen. Beginnt mit einem kleinen Deck, rekrutiert beim Spielen mehr Truppen und schickt sie immer wieder in die Schlacht. Keine Ahnung, was das bedeutet, aber ich starte das ganze Ding mal. Ich hoffe, es geht nicht so lange. Okay, wir müssen mit selbstgemachten Deck spielen. Bla bla bla. Hexenmeister. Okay, doch kein selbstgemachtes Deck. Umso besser. Schauen wir mal. Muss mir langsam angewöhnen, dass ich die Folgen nicht immer so lange machen. Gerade die Constructed-Folgen über eine Stunde lang ist schön und gut, aber was ist da? Schauen wir mal. Böse Priesterin. Euer Team wächst mit jedem Zug. Viel Glück. Okay. Wählt eine neue Handkarte aus. Puh, was würde denn da gut reinpassen? Early Game. Die Lichtwächterin. Ja, komm, dann mal die. Wir können einen Huhn spielen. Jedes Mal, wenn ihr eine Karte ausspielt, mischt ihr eine Kopie davon in euer Deck. Mischt eure Hand zurück ins Deck und zieht neue Karten. Kapiere ich nicht so ganz, aber deswegen haben sie wahrscheinlich auch die Erklärung gemacht. Worgen. Irgendwie kapiere ich das System nicht. Mischt eure Hand zurück ins Deck und zieht neue Karten. Also im Prinzip, wenn ich alle ausgebe, bekomme ich die, die ich, ach so, alle, die ich spiele, werden ins Deck gemischt und alle, die ich dann. Ich raff's nicht. Schreibt mal in den Kommentaren, wie das geht. Irgendwie raff ich das System nicht. Winston Harpriel. Das sind alles zu teuer. Ich will erstmal die Minions mit weniger Zeugs. Noch ein tobender Worgen. Ja, das ist alles ganz schöner Dreck. Okay.
Lebenspunkte noch erhöhen. Ein Knife Juggler. Ja, gut. Eine Doomguard. Doomguard wäre gar nicht mal so schlecht. Ein Knife Juggler. Mal die Doomguard. Ich spiele das erstmal so. 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 Jetzt kriege ich wieder die Münze und den Ritter der silbernen Hand. Ich könnte den weiter hochbuffen, weil. Na gut, er kriegt den schon tot. Aber halt nicht mit der Waffe. Kriegt er jetzt einen Angriff? Nee, einen Lean. Kriegt er. Ich weiß nicht, ob das so clever war von ihm. Ach, türkische Kriege. Ein Hubgoblin, ein Moro-Champion. Ja gut, ein Moro-Champion ausspielen. Hühnchen. Aber mit der Doomguard kann ich dann eh Schluss machen. Ja, aber. Also immer wenn ich die Karten, die ich ausgespielt habe, werden wieder ins Deck gelegt. Und dann bekomme ich die, die als letztes vorher ins Deck gelegt worden sind, bekomme ich dann zurück. Und wenn das halt nicht so viele sind, bekomme ich entweder die Panzerung. Oder halt den anderen Mist. Ja, Trapp, schau an. Ja, jetzt kann ich auch die Doomguard spielen. Macht jetzt wenig Unterschied. Ein Grim Patron, nett. Wie machen wir denn das am besten? Ja, ist auch nicht wurscht. Ich gehe da durch. Und knall den weg. Kartenpackungen bekommen, die ich jetzt auch schon unglaublich oft gesammelt habe, die Dinger. Ja, was spielen wir denn? Paladin. Komm schon. Paladin. Ja. Hexmeister, Paladin, Magier, Hunter, das sind so meine Decks, die ich gerne spiele. Krieger tatsächlich nicht mehr so oft, nachdem der Grim Patron jetzt kaputt ist. Man kann ihn sicherlich noch spielen, aber wenn man runterbringen kann. Ein Warlock mit Patrons, das wird auch mal was. Ein Morgenspitzel. Her damit. Ich rieche Blut. Ein Doomsayer? Lol. Oh, ich habe auch einen Doomsayer. Man kann ihn ja mal spielen. Ja gut, dann wäre das jetzt eh sinnlos, da irgendwas zu spielen. Das erste Opfer. Ja, es wäre sehr sinnlos. Yeah.
Achso, die aktuelle Hand wird dann auch noch ersetzt. Ich könnte die drei trotzdem wieder ausspielen. So ist ja nicht. Spielt der mit der Hero-Bau? Schon wieder ein Doomsayer. Lol. Agenten knapp in den Erntegolem, nehme ich mal. Ja, das ist gar nicht mal so schlecht, wenn er draußen liegt. Spielen wir jetzt nur noch mit den Doomsayers. Das könnte ein langweiliges Spiel werden. Habe ich überhaupt aufgenommen? Ja. Ein Hühnchen. Ihr könntet jetzt ein leichtes Kribbeln spüren. Muss das sein? Lol. Robo-Ingenieur Thermadraht, der wäre nice. Der ist richtig nice. Ich glaube, bis dahin kommen wir gar nicht. Der Kodo wäre auch nicht schlecht, aber ich habe gerade kein Dings dabei. Und zwar wird dann doch lieber die Legendary nehmen. Ein Leben. Angriff. Ein Hühnchen. Ich glaube, so richtig bin ich noch nicht dahinter gestiegen, wie das genau funktioniert. Ein Murloc-Anführer. Puh, das ist irgendwie ganz schön eine Kotze. Ich könnte mal Leon Sucher Show ausprobieren, aber ich glaube, das könnte möglicherweise nach hinten gehen, nach hinten losgehen. Gucken wir mal. Ach, da ist der Robo-Ingenieur wieder. Ich komme leider nur auf 7, würde mir also nicht viel bringen. Wie gut der Doomsayer jetzt halt wieder wäre. Garrock. Der Fehler. Ein Königreich für einen Doomsayer. Sonst haben wir Schützer. Cool. Oh, oder Edis Nachbarn. Das ist natürlich auch nice. Tschüss. Ein Hühnchen. Macht ein Gormok an. Vier weitere Diener kontrolliert, okay. Das erste Opfer. Ach, das ist gut. Da kann ich die immer schön buffen, die Aedis. Aber mal gucken, die wird er wahrscheinlich jetzt aus dem Spiel nehmen. Ich habe schon lange keine Karten mehr gezogen. Warum? Achso, und ich habe ja eben gerade Aedis
in diesen Nachbarn gezogen. Hier geht's bald heiß her. Okay, das Hühnchen getroffen. Ja, würde er überleben, so ist es ja nicht. Können ihn ja trotzdem wegtraden. Ein Angriff. Ja, es war klar, dass er das machen wird. Ein Doomsayer. Lol. Schon wieder ein Doomsayer. Könnt ihr den auf 3 setzen? Das wäre doch mal nice. Ein Drakoniden-Zahnmalmacher wäre auch nett. Aufwertobot. Ich spiele mit dem. Dann könnte ich den auf 3 Leben setzen, dann würde ich den sogar wegbekommen, den Doomsayer. Lol. Aber will ich das, ist die Frage. Er soll mal schon alle vernichten, das ist ja mal klar. So, ein Erntegolem raus. Und dann... Ja, ist eigentlich auch schon fast egal, weil der Doomsayer wird alle töten. Abgesehen von den beiden, die stehen bleiben werden. Das heißt, ich kann eigentlich fröhlich aufs Face gehen. In den Kampf! Vernichtet außer die beiden, die stehen bleiben. Und jetzt kann ich wieder Aedes spielen. Oder ich spiele den Robo-Ingenieur aus. Obwohl, das reicht gar nicht. Er hat 8, doch, das würde reichen. Nur ich und Herr Weißerchen. Gottesschild. Ein Hühnchen. Gelbe Mechadrill oder den Feinschnitter. Der wäre natürlich auch nicht verkehrt. Glaube ich immer gelben, weil der halt einfach weniger kostet. Ja, einfach mal frontal aufs Face, würde ich sagen. Obwohl, macht er genug Damage? Der macht 6. 6, 7 macht er. Oh shit, da muss ich doch traden. Obwohl, stimmt ja, das ist ja eh besser. Hab jetzt vergessen, dass er natürlich immer, wenn einer von mir stirbt, ein Libanum erzeugt und nicht andersrum, wenn er Schaden bekommt. So hatte ich das gerade noch in Erinnerung. Gut, dass ich getradet habe. Tödlichen Schuss. Ich habe zum Beispiel auch noch gar keinen Zauber, um das irgendwie machen zu können. Ein Beschwörungsstein. Warum nicht? Spielen wir den mal aus. Ich rieche Blut. Irgendwann werde ich ein echter Ritter. Das war's. Aber den Doomsayer. Er könnte mir jetzt eventuell noch mit den Arsch retten, wenn er jetzt unglaublich viele starke Minions ausspielt. Ich habe nochmal einen Zauber, das heißt, ich könnte nochmal... Okay, den nicht stehen lassen.
Ja, ich glaube, die Suppe verseilt sich hier nicht, wenn ich den Doomseer spielen. Na, dann geht er natürlich frontal aufs Face, das ist klar. Macht er jetzt auch schon. Oh, schön mit dir, ja, ich muss den Doomseer spielen. Das ist ja wohl schon mal klar. Muss ein bisschen was traden und dann den Doomseer spielen. Der dunkle Eisenzwerg, Erlösung, Flusskrokolist. Spielen wir das erstmal so rum. So, was kann ich denn traden? Ich könnte einen Angriff noch verpassen. Der 2. Schatten umschlingen uns. Dann werde ich den töten. So, was ist denn noch? Den muss ich loswerden. Das heißt, ich krieg 2 Angriff, das sind 4. Das soll eine Waffe sein! Das erste Opfer. So, und dann spiele ich einfach den Doomseer. Hat er genug Schaden, um den 4, 6, das sind 7. Shit. Na gut, ich kann ja zumindest mal schauen, ob er das machen wird. Vielleicht wird er ihn komplett auf ihn drauf gehen. Ach, da war ein Robo-Ingenieur Thermadraht. Wenn er jetzt alles drauf batzt auf den Doomseer. Oder er geht komplett aufs Face. Das wäre natürlich auch eine Alternative für ihn. Ihr könntet jetzt ein leichtes Level spüren. Ja, ja, er wird wahrscheinlich den Doomseer töten. Edgelord. Oh, gut gespielt. Na gut, das war's dann wohl für mich. Den Doomseer aus dem Spiel nehmen. So habe ich mir das eigentlich auch schon gedacht. Dafür ist er natürlich richtig gut, um zu trainen, Edgelord. So, Aufwertebot. Oh! Gleichheit. Finde ich auch gar nicht mal so schlecht. So, was spielen wir denn? Robo-Ingenieur Thermadraht könnte ich spielen. So, was töten wir denn? Ich würde jetzt mal ihn töten. So, dann in den Kampf. Der sagt da krepieren. Oder zumindest das Schild wegmachen. Ah, schon wieder ein Doomseer. Fuck you, Mann. Ein Schild, Yeti. Hat der ein Glück, ey, das gibt's ja gar nicht. Er kommt da auf 13 Damage schon, ich weiß es nicht. Er kommt auf jeden Fall auf eine Menge Damage. Er geht aufs Face. Okay. Jetzt brauche ich irgendwas, damit ich den loswerde. Ja, so nicht. Hm. Vielleicht bekomme ich ja was mit Ansturm. Jetzt hatte ich 12 Damage.
Okay, ich habe ja leider keinen Piraten. Puh, ja, ich glaube, das war's. Ich verliere das Spiel ganz knapp. 3 Damage, da kann ich nichts gegen machen, das war's. Ich frage mich, ob... Du hast mich lang und fest! Ja. Kann ich nichts machen dagegen, gehen wir auf. Ja, ist halt auf den Face gegangen am Ende und hat mir nicht viel gebracht. Ich habe vielleicht der Oberingenieur Thermadrat einmal zu viel ausgespielt. Dann spielen wir nochmal mit dem Paladin. Der Doomseer war halt kacke, dass er den bekommen hat und ich den auch bekommen habe. Das einmal umsonst ausgespielt, hätte ich lieber was anderes spielen sollen. Aber gut. Gucken wir mal, gegen den Priester spielen wir. Oh, Deathwing. Lol. Warum nicht? Der ist bestimmt richtig geil hier. Ja. Verwüster. Ein Seeberg. Inspire Violet Teacher. Ja, komm, warum nicht? Irgendwann werde ich ein echter Ritter. Nur noch ein Angriff. Da ist wieder Deathwing. Genau den erwischt. So ein Dreck. Das ist natürlich der Molusha ist natürlich eine coole Karte. Mal gucken, Deathwing gerade gegen Ende könnte sehr, sehr cool werden. Und werft eure Hand ab, ist ja eh wurscht. Könnt mir mal in den Kommentaren schreiben, wo man Deathwing, in welchen Decks ist Deathwing eigentlich gut. Ich habe ihn ja gezogen aus dem Pack. Aber, so richtig gut ist er bisher noch nicht. Demut spielen. Ozzy. Kraken. Eine Waffe habe ich ja auch nicht. Bleibt mir, glaube ich, nicht viel übrig. Ein Hühnchen. Melde mich zum Dienst. Ein Hühnchen. Naja, ich glaube, ich lasse die halt einfach mal. Damit ich genug, ich hab natürlich genau den. Dann schon wieder den, einfachen Knappen. Ich muss halt den blöden Demolisher irgendwie loswerden. Der tötet mir gerade hier meine ganzen Minions. Der Wächter, der K2 hat. Alter Falter, ey. Der Wächter der Anubis, das ist gar nicht mal so schlecht. Irgendwann werde ich ein echter Ritter. Melde mich zum Dienst. In den Kampf! Da ist wieder Deathwing.
Ja, das sind alles Karten, die mir jetzt nicht gerade sehr viel was bringen. Aber gucken wir mal, nächste Runde müsste ich auch wieder eine Karte ziehen dürfen. Ein Silence, ein Murloc Knight. Ja, her damit. Fuck you. Reicht leider nicht, das auszuspielen. Ja, das ist natürlich jetzt ätzend. Das ist sehr ätzend. Ich muss mal den Angriff. Nicht genug Mana. Ach, der braucht 6. So ein Dreck. Ja, das ist natürlich richtig ätzend jetzt. Melde mich zum Dienst. Ätzender geht es kaum. Ja, ich glaube, das Spiel habe ich verloren. Allein deswegen schon, weil ich eben der Lore-Tab war gar nicht mal so schlecht, dass er den bekommen hat. Ja, 3 Hühnchen. Na, dankeschön. Ich könnte aber endlich mal diesen einen Huhn wiederbekommen. Glückwunsch. Alter Falter. Ja, ich habe halt nicht genug Durchschlagskraft, um den zu besiegen, außer halt Deathwing. Aber Deathwing dauert halt noch extrem lange, bis der mal dran ist. Dunkelschuppenhalerin. Der ist ja cool. Wo guckt man den denn her? Den Publikumsliebling? Habe ich was mit Kampfschrei? Ne, habe ich nicht. Ja, dann doch lieber, glaube ich, im Zweifel die Dunkelschuppenheilerin. Für Nasjada. Ja, den werde ich nicht los. Der könnte mir noch Ärger bereiten. Der macht jetzt schon 9 Damage, 10. Ich muss trainen, ich habe gar keine andere Möglichkeit. Er hat viel zu viel da auf der Hand. Der Murloc Knight, na, jetzt kann ich ihn ausspielen. Und so wie ich mein Glück kenne, bekomme ich wahrscheinlich Mini-Flosse. Das wäre so klar. Ein zweiter Murloc Knight wäre halt richtig nice. Aber die Chancen sind jetzt wesentlich geringer als vorher. Eine Cobra. Fuck you. Schon wieder ein Demolisher. Ja gut, den hat er jetzt hier immer. Genau wie Aloha-Tipp immer hat. Okay, er bleibt aus dem Face. Ja gut, das Ding habe ich verloren. Versuch mal irgendwie noch ein bisschen Spaß rauszubekommen. Gruul. Muggler Champion. Oh, ich bin mal so. Melde mich zum Dienst. Naja, zumindest keine Mini-Flosse. So, irgendwann muss ich aus dem Spiel nehmen. Die Cobra wäre ätzend. Weil die man natürlich meinen, ja gut, ich habe verloren. Was willst du da noch groß machen? Müsste beide aus dem Spiel nehmen, kann ich nicht machen. Von daher, gehen wir auf. Haben einfach die falschen Karten mitgenommen. Deswegen war eine blöde Idee, den mitzunehmen. Ich hätte eher was Billigeres nehmen sollen. Nochmal mit dem Paladin. Jetzt schon wieder 34 Minuten. Ich will doch nicht so lange spielen. Ich will doch nur einen Sieg mit dem blöden Paladin. Das hat so gut funktioniert mit dem Hexenmeister. Obwohl es eigentlich egal ist, weil das ja nicht klassenspezifisch ist. Höchstens mit der Heldenfähigkeit halt. Ansonsten ist das ja Glücksfaktor, den man da hat. Die Sonnenzornbeschützerin. Ich spiele erstmal komplett auf alles. Was so geht, das ist natürlich absoluter Müll.
alles billige Karten ausspielen. Schon wieder gegen Jäger. Okay. Das könnte möglicherweise ätzend werden. Ein Rächer. Oder ich spiele den jungen Braumeister. Dann würde ich den loswerden. Ich glaube, das mache ich sogar. Eins der vier. Aber die Sonnenzornbeschützerin. Ha, Mehrfachschuss. Okay, das ist natürlich ätzend für mich. Der Publikumsliebling Direwolf Alpha, gar nicht mal so verkehrt. 2, 3, 4. Ja, jetzt muss ich das spielen. Schilde hoch! Das war's. Hühnchen. Einsatzbereit. Ja, hat auch eine Sportkarte. Verletzte Klingenmeister, der ist natürlich auch nett. Sneed Shredder wäre auch nice. Ich glaube, ich nehme Sneed jetzt schon wieder auf die fucking Melde mich zum Dienst. Ich kümmere mich drum. Ja, da haben wir den Direwolf Alpha, nochmal die Sonnenzornbeschützerin. Kann ich gleich wieder ausspielen mit den Direwolf Alpha zusammen. Dann könnte ich den Sack da endlich auch mal loswerden. Ach, einfach Schuss. Ein Hühnchen, oder? Nee, kein Hühnchen. Okay, mal gucken, wie ich das mache. Ich könnte jetzt auch den Arkan-Nullifizierer mitnehmen. Oder die Kröte. Ich glaube, der Arkan-Nullifizierer war gar nicht mal so schlecht. Magie registriert. Ich kümmere mich drum. Tschüss. In den Kopf. Damals nicht. Geht hinter mir in Deckung. Okay. Möglicherweise könnte das auch ein Problem werden. Adric. Ja, im Zweifel dann doch lieber Adric. So, was spielen wir denn jetzt? In den Kampf. Er hat 5 Angriff. Adric könnte ich noch spielen. Oh, Gastriller. Oh, fuck.
Da bekommt der Gazrilla, das ist ja unglaublich. Oh, Silence, yes, man. Gott sei Dank. Gott sei Dank, man. Schilde hoch! Soll ich da erstmal durchprügeln? Ich spiele wieder den blöden Trock aus. Göttliche Gunst. Dragonidenzermalmacher spielen. Magie registriert. Ich werde mich nicht zurückhalten. Ich kümmere mich drum. Sterbt. So. Wieder die Sonnenzornbeschützerin. Damit hat man das Spiel, glaube ich, eigentlich auch gewonnen. Die Sonnenzornbeschützerin. Da werde ich gleich wieder ein Hühnchen ausspielen. Irgendein muss ich opfern. Oh, Adric werde ich ausspielen. Das ist ja schon mal klar. Ein Sludge-Badger. Gekauft. So. Trinkt mit mir! Tschüss! Jetzt kann ich den Sack aber nicht mal loswerden. Ach, da haben wir Sneed. Ja, für mich läuft's ganz gut. Für ihn nicht so. Weil ich halt einfach Lack habe. Kern kommt auch noch. Die Erdenmutter ist nah. Ach, ein Aufwertebot. Noch mit dem Lichter der uralten Könige spielen. Oh, ich komme auf 4. Wen werde ich denn jetzt töten? Eigentlich muss ich gar keinen töten. Herausforderung angenommen. Und nochmal da drauf. Und noch ein Hühnchen töten, der auf 5 kommt. Ich kümmere mich drum. Ich werde mich nicht zurückhalten. Jetzt haben wir wieder Eldwick, das ist gut. Und den Arcanolifizierer, aber ich glaube, jetzt kann ich nicht so einen Dragonidenzermalmacher ausspielen. Keine Sorge, mein Freund, ich habe Eldwick wieder. Danke für Gruhe.
Da habe ich in. War es relativ leicht, wenn man eine Sportkarte die Möglichkeit hat, eine Sportkarte zu bekommen, sollte man das auf jeden Fall nehmen in dem Kartenchaos hier. Ja, spielen wir noch eine Runde. Mit wem spiele ich denn jetzt noch? Mit dem Druiden könnte ich spielen. Ach komm, ich spiele. Ja, ich spiele mit dem Druiden. Obwohl, ist irgendeiner von denen bald Level up? Ah, der Warlock. Ja, dann spiele ich doch lieber mit dem Hunter. Ah! Letzte Partie. Ich glaube, wir knacken schon wieder die eine Stunde. Mir gar nicht gefällt. Ja gut, Magier ist gar nicht mal so schlecht, weil der hat natürlich die Fähigkeit, die Hühner gut wegzutraden. Sagen, was nehmen wir denn? Tierbegleiter. Das war's. Kämpfe an meiner Seite. Ja, im Zweifel dann doch lieber den Schützen von Eisenschmiede. Geladen und entsichert. Jetzt möchte ich wieder den Tierbegleiter bekommen, genau. Kann ich hier mit Spott vollrotzen. Schützen des Hochlands. Der Turniersanitäter. Ich werde meinen Aufbot spielen. Auf Vertubot. Kämpft an meiner Seite. Ein Schweinchen namens Babe. Feuer! Da ist nochmal der Schütze von Eisenschmiede. Ja, ist ganz gut, um die Einser wegzubekommen. Wir haben viele Geheimnisse. Magierin der Kirin-Tor. Ja, was bleibt denn da groß übrig? Das muss man ja machen. Na, die Beine könnte ich loswerden. Hühnchen-Power, würde ich sagen. Ach, der Arcane-Golem. Nett. Reicht das schon? Sind 8? Nein, es reicht noch nicht. Das sind 8, 10, 11, 16. Doch, mit der Hero-Power reicht es. Bamster, 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 Bamster. Nein, es reicht nicht. Ich habe mich verzählt. Oh nein, ich habe mich verzählt. Oh nein. Diese Runde geht auf. Ah gut, er gibt auf.
Ja, okay, da habe ich mir wieder Lack. Ich sag ja, wenn man eine Sportkarte hat, ist das so stark. Oder wenn man irgendwas hat, um die Einser zu erledigen. Na gut, das war das Kartenchaos. Und wir sind unter einer Stunde geblieben. Ich glaub's ja nicht. Na gut, dann würde ich sagen, war's das mit dem Kartenchaos. Deck wechsle dich. Und dann sehen wir uns einfach nächste Woche wieder. Also, ciao.